Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine wundervollen YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen, respektive Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Podcoffee-Talkrunde mit der lieben Sandra Echimendia. Perfekt. Sandra Echimendia ist Gründerin von Success and Sales. Also auf gut Deutsch, Erfolg und Verkauf seit, by the way, auch 16 Jahre. Hey, haben eine Gemeinsamkeit. Five. Im Bereich Coaching, Training und Sales eine angesehene Expertin für jahrelange internationale Unternehmen im Management, Retail, Vertrieb, strategischen Neuausrichtungen, so auch im Bereich Führung, wie man Teams aufbaut, wie man Teams führt. Und by the way, hat sie auch 400 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aufgebaut und geführt. Sie ist auch Deep Ocean Coach von Alexandra Hartmann, Schleichweg. Genau, Friederike Micke, Alexander Hartmann, ja. Hatte die Ausbildung beim Friederike Micke, respektive Alexander Hartmann gemacht. Und zu seiner Anmoderation kurz auch nochmal hier. Sie liebt, so wie ich, Authentizität im Verkauf, im Vertrieb. Und mit ihren 16 Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich wollte sie einiges anders da machen und hat einiges anders gemacht und setzt die Persönlichkeit als allererster Stelle rein und geht nach dem Bauchgefühl von den Kunden, Kundinnen, Teilnehmern, Klienten, Coaches, Bewerber, Bewerberinnen rein und extrem spannend ist, mit dem Ocean-Modell befasse ich mich auch zeitnah. Ich habe jetzt noch keine Ausbildung gemacht, by the way. Habe jetzt mehrere Arten von Modellen jetzt kennengelernt, wie das DISC-Modell oder das TIER-Modell, das sich unterscheidet. Ich bin ja ein Freund vom DISC-Modell, wie ihr ja wisst. Aber das Ocean-Modell ist halt noch viel, viel tiefgründiger. Aber da wird euch die liebe Sandra ein bisschen mehr berichten, weil ich werde die 12 Fragen, was sie von mir bekommt, darauf hingehen, darauf hinrichten, dass sie da aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja, liebe Sandra, herzlich willkommen in meinem Podcast, Michael Wachow Podcast. Schön, dass du deine Zeit genommen hast. Die ersten Male waren ja krankheitsbedingt ja immer so, dass du abgesagt hast. Verstehe ich auch. Die Gesundheit steht an erster Stelle. Und deshalb schön, dass jetzt wir zusammen sprechen über deine Themen, über deine Sachen. Ja, schön, dass du da bist. Dankeschön, das war ja eine wundervolle Anmoderation. Vielen, vielen Dank und ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich sehr heute auf den Austausch im Podcast. Ja, das freut mich. Das freut mich echt mega toll. Und ja, ich liebe ja meinen Podcast. Ne? Ich habe ja mein Business eigentlich durch den Podcast ja gestartet. Die ein oder anderen kennen ja die Sachen, wenn man rausgeht in die allererste und Folge rein und in den Trailer rein. Ne? Kennt mich, wie ich da angefangen habe und jetzt sind sie halt eine andere Qualität, weil ich eine Rebranding in dem Podcast gemacht habe. Ne? Und das
sich immer wieder was Neues, entstehen wieder neue Synergien und Sachen, weil der Podcast lebt von Content, aber auch von Unterhaltung. Ne? Und ich werde dann immer wieder so machen, dass nur einmal in der Woche die Podcast-Folge rausgeht. Somit habe ich eine Exklusivität. Wenn ich jetzt mehrere Sachen raushaue, dann hat es auch keine keine Klasse. Dann hat es nur Massenfunktion. Deshalb ist es eine Qualität an sich für den Zuhörer. Und der Zuhörer hört es auch gerne zu. Ne? Und ich habe gar nicht geschaut, wo ich jetzt gerade stehe mit dem Podcast. Das ist mir alles irrelevant, wo der auf Platz 10 oder Platz 1 steht. Ne? Hauptsache, der performt gut. Hauptsache, die Zuhörer können da was mitnehmen. Genau. Und deshalb gehe ich gerne auf die allererste Frage ein. Wie bist du auf das Thema gekommen? Und die zweite Frage, wie hat alles bei dir angefangen? Weißt du, vielleicht auch noch die dritte, wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Also diese drei Fragen kannst du in einem beantworten. Ja, das passt ja auch ganz gut zusammen. Also mit dem Verkauf selbst hat alles angefangen noch zu Studentenzeiten, dass ich damals wollte ich einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich habe auch in einer Botschaft gearbeitet, dachte, ich gehe zum Auswärtigen Amt. Ja, hat aber auch nicht zu mir gepasst. Und dann habe ich einfach, wie es so in der Abschlussarbeit ist, habe ich Kohle gebraucht. Ne? Und dann bin ich durch IKEA gelaufen, war ja da sowieso gerne Kunde. Und dann haben die studentische Aushilfen gesucht. Und so bin ich im Verkauf gelandet. Also ohne Witz, dann habe ich da an der Kasse gearbeitet. Ich mochte das Unternehmen von Anfang an total gerne. Dann habe ich da ein Praktikum gemacht, habe gesagt, was gibt es denn hier noch so? War in der Logistik, war im Kundenservice, war alles toll. Und dann kam der Verkauf. Und dann habe ich eine Woche im Verkauf verbracht und habe mich sofort in den Verkauf verliebt. Also es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, geil. Und, das war der Hammer. Und dann habe ich gesagt, das will ich machen. Das will ich machen. Also, ne, und dann habe ich damals bei meiner Personalchefin gefragt. Ich so, hier, mein Studium ist bald fertig. Habt ihr nicht was für mich? Und dann meinte sie so, ja, wir haben ein paar Trainee-Stellen. Könntest du dich drauf bewerben? Dann haben sie mich so ein bisschen ausgetestet, haben mir damals so ein paar Manuals in die Hand gedrückt, haben gesagt, mal gucken, was sie hier lernt in einer Woche. Ne? Ich habe mir dann gleich so ein paar Top-Verkäufer geschnappt, habe gesagt, bring mir alles bei. Egal, Druckbetankung, bring mir alles bei bis zu diesem Gespräch. Ich möchte alles wissen. Habe wirklich, ich glaube, 2 Wochen Tag und Nacht mich nur mit dem Thema Verkauf beschäftigt, war im Verkauf, habe alles gelesen und habe in dem Gespräch dann auch tatsächlich alle an die Wand gequatscht. Weil ich das unbedingt wollte. Und habe die Stelle dann auch bekommen, tatsächlich. Eine von wenigen damals, die es gab. Und so fing alles an. So fing meine Verkaufslaufbahn an. Und ich atme Verkauf ein und aus. Ich liebe es abgöttisch. Sowohl im Handel als aber auch im Vertrieb. Also ich habe dann auch, ich bin später zur Autostadt von Volkswagen gewechselt. Habe dort den Bereich Sales geleitet, dort den Vertrieb geleitet und war auch dann mal im Network Marketing. Also ich habe alles ausprobiert, was es irgendwie im Verkauf gibt. Spannend. Ja, genau. Gerade das, was du sagst, spannend. Denn Tipping Point zum Network Marketing ist spannend, dass du das auch sagst. Ne? Ich war es ja auch so. Also ich habe in meiner Ausbildung ja als Handwerker angefangen, aber ich habe linke Hände. Ich habe gemerkt, dass die Ausbildung für mich nichts ist. Ich habe die durchgezogen, habe die auch bestanden, habe aber immer schon geguckt, wie ich Geld vermehre und wie ich von dem Lehrlingsgehalt noch was aufbessern kann. Ging ich in den Direktvertrieb rein und habe geschaut, welche Unternehmen es gibt. Damals gab es noch sehr wenig im Direktvertrieb, respektive heute heißt es ja Network Marketing. Ne? So, damals habe ich ja Putzmittel von Haus zu Haus verkauft, aber an Bestandskunden, respektive die Bestandskunden haben mich dann weiterempfohlen. Ne? Und ich hatte wenig wie möglich Neukundenakquise gemacht. Einfach nur,
die Bestandskunden betreut und die haben mich dann weiterempfohlen. Genau. Das ist, und so bin ich halt auch weitergegangen, bin dann halt auch gewechselt von dem Unternehmen ins in das andere Unternehmen, wo ich jetzt noch bin, wo ich passiv so ein bisschen noch was mache. Ja, aber das war nicht alles. Dann gab es dann halt auch noch so einen Identitätsbruch zwischen meiner damaligen Stelle und dem Hause, ne? Wo ich dann halt gemerkt habe, du brauchst eine Auszeit, du brauchst eine Reflexion, du brauchst irgendwie Therapien, weil ich ausgebrannt war, weil auch das und das, die Chefs waren arschig, die haben dich behandelt wie ein Arsch und so weiter und so fort. Ne? Ich bin zwar dankbar für das alles, was man gesagt hat, ne? Aber trotzdem war das halt ein Mobben und kein Miteinander. Bin dann halt in den LEH Baumarkt, eines der größten Baumärkte, war ich dann angestellt, aber das Umfeld war kontraproduktiv in dem Sinne, weil ich noch eine Depression hatte. Also habe ich derzeit dann weiter mich beworben auf mehreren Stellen, bis ich dann die geeignete Stelle gefunden habe. Und es war dann im Franchise-Unternehmen von der Deutschen Telekom. Und bin dann halt durchgewachsen und habe da auch Aufgaben reingekriegt, sich hier den Laden von jemand anders da übernehmen darf, betreuen darf, für das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, hochgezogen habe. Ne? Ja, das, cool. Ja, das war eine richtig geile Zeit, bis halt Corona kam und mein Arbeitsvertrag lief sowieso bis Ende 21. April aus. Die wollten eigentlich verlängern, aber durch Corona haben sie gesagt, ja, wir können halt nichts verlängern, weil wir unser Personal jetzt kürzen müssen. Einige von Filialen müssen wir halt schließen. Ne? Ich habe gesagt, okay, dann sehe ich es halt als Chance. Dann soll das gerade so sein, aus irgendeinem Grund, ja. Soll es also sein. Ne? Wir haben uns halt auch gut einander getrennt. Ich habe eine gute Abschlussrate bekommen, ne? Habe auch einige Sachen bekommen, was ich gemerkt habe, genau. Ja, und so lief es halt weiter. Und dann halt habe ich schnell wie möglich halt die Skalierung reingemacht in mich erstmal selbst, in mich erstmal selbst investiert. Und so war das halt meine Vergangenheit. Und du hast ja auch deine Vergangenheit jetzt schon also ein bisschen erzählt. Genau jetzt aber, was und welche Geschichte ist für dich aktuell am wichtigsten? Geschichte in Form von welches Thema gerade so super aktuell ist? Oder wie genau meinst du das? Ja, generell im Verkauf, im Vertrieb, was ist da das aktuellste Ding? Was hast du aus deiner Vergangenheit mitgenommen? Was kannst du, was ist denn so deine Tipping Points? Da würde ich jetzt gerne noch die zwei anderen Fragen noch machen, dann kannst du das auch rund machen. Ne? Was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Ne? Und welche Tools nutzt du für deine tägliche Arbeit? Okay. Ja, also das Wichtigste tatsächlich für mich ist, draußen das Thema Sales wieder positiv darzustellen. Also ich merke, so viele Menschen, wenn sie das Wort Verkaufen nur hören, ja, kriegen schon, da kriegen die entweder Schweißperlen auf der Stirn, kriegen Panikattacken oder rennen, aber ganz weit. Und im schlimmsten Fall Würgereiz. Und das verstehe ich nicht, weil für mich ist Verkaufen Liebe.
pure Liebe. Und ich liebe das total und ich möchte, und es ist für mich so, so wichtig, den Menschen das wieder nahe zu bringen und zu sagen, ja, komm mal weg von den Stereotypen mit, du musst irgendetwas tun. Ja, du musst die Menschen, du musst Kaltakquise, du musst schon mal gar nichts. Du kannst dir aber ein Buffet an Möglichkeiten aufbauen, die zu dir als Individuum passen und da kannst du das für dich rausziehen, was du brauchst. Und das ist das, wofür ich stehe. Und vor allen Dingen auch für das Thema, den Schritt noch davor zu gehen. Nicht nur die Tools zu sehen oder was gibt es an Möglichkeiten, ja, sondern zu schauen, okay, wer bist denn du als Persönlichkeit? Ja, warum bist du, wie du bist? Und warum kommst du vielleicht nicht in die Umsetzung? Was hindert dich denn im Inneren daran? Und auf den zwei Säulen baue ich auch meine Academy auf. Und das ist das, meine Geschichte, das ist das, was mir super wichtig ist. Und das ist der Fehler, den ich früher auch gemacht habe, dass ich sehr verkopft war, sehr im Außen war. Also ich war super erfolgreich, aber ich war überhaupt nicht glücklich. Ich bin kurz am Burnout vorbeigeschrammt, mehrmals gesundheitlich echt die Quittung bekommen, weil ich nicht mehr mich gefühlt habe. Ich habe gar nicht mehr gehört, was in mir drin los ist. Ich habe meine Intuition, mein Bauchgefühl, ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen. Und wenn du keine gute Beziehung zu dir im Inneren hast, hast du sie logischerweise auch nicht im Außen und das zeigt sich in allem. Und das war der Fehler, den ich gemacht habe und wo ich sage so, okay, Verkauf ist toll, schau, wer du als Person bist, wer du individuell bist und hab doch Spaß da wieder dran. Das ist ja nichts anderes als Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu deinen Produkten und ein Austausch. Und wenn es da hakt und was nicht stimmt, dann ist das nicht der Verkauf. Der wird immer als Buhmann hingestellt, der kann dafür gar nichts. Das ist nicht der Verkauf. Ja. Stimmt. Genau. Da reden wir eigentlich schon beides dasselbe Thema, weil ich habe gerade vor dir und vom René mehrere einzelne separate Videos aufgenommen und da habe ich auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung dem Network Marketing auch so ein bisschen gemacht und by the way, da habe ich ja ein bisschen gesagt, was ich falsch sehe oder was ich richtig sehe, ne? Aber ich habe auch gesagt hier, ich habe auch ein Video aufgenommen, wie richtiger Produktverkauf geht. Ne? Mhm. Die meisten können keinen Produktverkauf machen auf Social Media. Ne? Die posten ihre Protzkarre, obwohl die gar nicht ihre ist. Ne? Die haben das geleased. Gut, ich habe auch eine Karre geleased, ne? Aber die habe ich von meinem Arbeitgeber damals bekommen. Ne? Das ist halt was anderes. Ich habe auch das klar gesagt, hey, die Karre ist nicht mir. Die habe ich von Sixt mir geleased, beziehungsweise von meinem Arbeitgeber. Und ich kann jetzt noch zu Sixt sagen, hey, Sixt, ich brauche ein Auto, wenn ich ein Auto brauche. Weißt du, ich habe eine langfristige Kooperation mit Sixt geschlossen. Na, wenn ich ein Auto brauche für Berlin, dann hole ich mir ein Auto. Ne? Genau, ja. Das ist super, dass du das ansprichst. Ich habe mit meiner Fotografin, machen wir gerade Fotos zum Thema Klischees im Sales. Ja? Also so dieses Ganze, ne, mein Flugzeug, mein Rolex, mein Auto, aber so im Sinne von mein Trabi, mein Papierflieger. Mehr Schein als Sein. Ich finde das herrlich, weil also das ist unglaublich, was da dargestellt wird im Außen, wo ich dann manchmal denke, Leute, das kann nicht auf Werte sein. Da habe ich gerade vor kurzem erst recherchiert, bin auf einen alten Werbespot von der Sparkasse gekommen, habe den dann auch mir gescreenshottet und gesagt, okay, daraus machst du jetzt einen TikTok. Ne? Ich bin ja TikTok-Begeisterer momentan, ne? Ja. Weil die Plattform ist so genial. Ja, die ist lustig, ja. Da kannst du richtig geil skalieren, da kannst du richtig geil wachsen. Ne? Und da habe ich gesagt, hey, da kannst du das raus auszahlen, auch sagen, hier, das ist nicht mehr so, was die Sparkasse euch vermittelt. Ne? Das ist gar nicht mehr so. Aber du hast auch schon effektiv richtig gerade von dir und auch zu deinen Tipping Points Fehler gehört und ich habe auch rausverstanden, dass du kurz vorm Burnout warst, ne? Ja. Ey, das ist so schlimm. Also, ich weiß es aus persönlicher Sicht, dass ich nicht mehr da reinkommen will. Mhm. Ne? Ja, das möchte ich auch nie wieder erleben. Ich,
Ich war drin, ne? Ich war festgefahren, ich war drin, ich brauchte Hilfe. Ein Jahr lang habe ich eine Begleitung gehabt, ne? Wo ich wirklich hingefahren bin zu dem Psychologen und habe mir Rat geholt, ne? Medikamente geholt. Ne? Der hat mich dann gerade gebogen. Gut, ich habe auch noch selbst Metalltrainings dann gebucht, ne, dass ich da rauskomme. Wenn ich jetzt keine Metalltrainings gebucht hätte, wäre ich heute noch anders da, ne, wäre ich vom Mindset anders da. Ne, ne, weil damals war es halt so, das Umfeld prägt einem. Ja. Ne? Das ist das Tipping Point. Ne? Aber das war, was ich jetzt gerade auch so von dir jetzt gerade noch gehört habe, dass du quasi da auch schon eine kleine, auch eine Gemeinsamkeit hast. Ne? Du warst jetzt nicht im Burnout festgefahren. Ne? Du hattest noch keinen richtigen Burnout drin. Wünscht man keinen, dass er das bekommt. Ne? Aber es gibt so viele, die bekommen das und merken das gar nicht. Ne? Ja, und kommen da auch nicht mehr raus. Richtig. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das war eine Erfahrung, die ich mittlerweile nicht mehr missen möchte. Ich habe damals auch, ich bin ja auch krank geworden tatsächlich. Also das kam auch noch. Ich habe ja eine chronische Drehschwindelerkrankung seitdem. Das heißt, mein Gleichgewichtsorgan vergiftet sich selbst aufgrund von zu viel Stress. Und ich musste es auf die harte Tour lernen, mit mir selbst anders umzugehen, mich selbst kennenzulernen. Und ich habe auch damals tatsächlich auch Mentaltraining gemacht. Und das hat mir, ich würde glatt sagen, das Leben gerettet. Also es ist wirklich so, ich bin unglaublich dankbar. Und da wusste ich dann auch, was ich machen will danach. Ja. Also danach war es für mich völlig klar, was ich tun will. Ja, cool. Mega. Also auf die Bilder auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Die wären so lustig, wir haben uns schon beim Shooten kaputt gelacht. Ja. Herrlich, es wird super. Ich hoffe, der Trappi kommt. Ich hoffe, der Trappi kommt. Da kommen so lustige Sachen, du wirst dich in die Ecke krachen, wirklich. Weil ich war, by the way, anderthalb Jahre vor Corona, wie ich noch angestellt war, war ich anderthalb Jahre im Osten, im tiefen Osten, in der verbotensten Stadt ever, wo man meidet, das ist Blauen, ne, war ich anderthalb Jahre im Hotel gewohnt. Ne? Schön. Ja, Hotel war okay, aber die Stadt an sich kann man abends meiden. Ne? Ja. Genau. Aber machen wir mal weiter. Ne? Wir sind ja noch nicht am Ende. Ne? Gehen wir mal auf die sechste und die siebte Frage, und da switche ich gerade die siebte und die sechste Frage um. Wie sieht bei dir der typische Tag aus, von morgens bis abends, und welche Tools nutzt du für deine tägliche Arbeit? Okay, also bei mir gibt es keine typischen Tage, und womit ich immer auch im Arbeitsleben Probleme hatte, war, mich in einen Rahmen pressen zu lassen. Also dieses, ne, du musst um 9 das tun, du musst um 10 das tun, das funktioniert bei mir nicht. Nichtsdestotrotz habe ich eine Struktur. Also ich bin ein Freund von ganz simpel, so simpel wie möglich, sich auch die Struktur aufzubauen. Ich habe ganz klassische To-Do-Listen, ganz klassische Tages-, Wochen- und Monatsstrukturen, und ich habe einen Google-Kalender, den ich über alles liebe, der mit verschiedenen Farben mir so kleine Blöcke reinsetzt, wo ich genau weiß, muss ich, kann ich, kann auch hinten runterkippen. Und das strukturiert mich. Und ansonsten gibt es aber keinen typischen Tag. Was ich aber mache, ist, dass ich versuche zu vermeiden, vor 10 Uhr Termine zu machen. Das gehört mir, die Zeit einfach. So für meinen ganzen Kram, den ich fertig machen muss. Ich bin aber auch eher der Spätarbeiter. Also ich arbeite gerne bis 21, 22, 23 Uhr. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit.
Und wenn ich an einem Tag merke, so, also ich brauche eine längere Pause, dann nehme ich mir die. Und das ist das, was ich an der Selbstständigkeit so liebe. Ich kann das auch einfach machen. Und da hatte ich immer bei meinen Arbeitgebern natürlich immer Probleme, weil ich natürlich mich immer in diese Zeitstruktur gezwängt habe, am besten noch von Meeting zu Meeting gehetzt bin und meine Energie ist dabei immer mehr gesunken. Und ich erlaube mir jetzt, meinen eigenen Tagesrhythmus zu leben, aber trotzdem fokussiert und strukturiert zu bleiben. Und der Mix ist für mich genau der richtige. Und das funktioniert für mich gut. Also eines meiner wichtigsten Tools, außer Zoom, ich hänge ständig in Zoom-Meetings. Das ich liebe Zoom mittlerweile. Zoom und verschiedene Streaming-Anbieter, so wie Ecamm und so, damit arbeite ich auch gerne. Mein Google-Kalender ist mir heilig, E-Mail und das war es dann auch schon. Also ne, das ist so, das sind meine Tools. Ich bin immer ein Freund von lieber weniger, aber die dafür effizient. Ja, so wenig und so einfach wie möglich. Außer es ist effizient und bringt dich ans Ziel. Ja, das ist klar. Also ich liebe ja auch den Google-Kalender, der mit dem Apple-Kalender verknüpft ist. Genau. Ja. Weil ich nutze komplett HubSpot für die ganzen Sachen, ne? Also für das komplette Customer Relation Money, ne? Also wirklich für den Kunden, ne? Für E-Mails, ne? Für die ganzen Sachen. Ne? Mhm. Und die ganzen Sachen sind auch so, dass ich sagen kann, nur diese Woche will ich diesen Termin machen. Die nächste Woche wird erst freigeschaltet, wenn die Woche rum ist. Ne? Ja. Die werden automatisiert freigeschalten. Ne? Und jetzt mittlerweile sieht HubSpot, dass Traffic reinkommt, schreiben die mich an. Wie sieht es aus mit einem Upgrade? Ne? Ja, ja. Ich will jetzt aber noch kein Upgrade machen. Ich habe erst ein Upgrade bei Zoom gemacht. Ne? Ja. Aber ich liebe HubSpot, weil durch der HubSpot kann ich viel mehr automatisieren, wo ich ein Tool nur brauche. Bei Outlook brauche ich mehrere Tools. Ne? Das habe ich alles in der einen Plattform. Ne? Genau. Ja, auch wenn es jetzt auch wenn es ein Cloud-Anbieter ist, ne, der eigentlich nicht direkt aus Deutschland kommt, aber die haben deutsche Server. Ne? Ja. Ja, das ist auch immer super. Ja, ich bin tatsächlich bei FunnelTunnel. Das ist noch relativ unbekannt. Da ist auch alles in einem. Mein E-Mail-Marketing, mein CRM, mein Shop, mein Kalender, das ganze Programm. Die Webseite, die Funnel, alles in einem drin. Und das mag ich. Ich bin ein Freund von so einfach wie möglich und so wenig wie nötig. So ist es auch. Und das habe ich auch gesagt. Ich habe das und das probiert. Ich nutze noch natürlich Outlook, ne, für meine ganzen anderen Sachen, ne, wo ich dann halt auch separat noch was abspeichern kann, ne, wo ich dann halt die Kontakte rüberhole, ne, und dann auch mal separat auf die Cloud speichern kann oder auf die Festplatte speichern kann. Ne. Ja. Ja. Das typische Tag bei mir eigentlich so wie du. Aber ich stehe doch relativ früh auf. Das liegt daran, da ich jetzt mittlerweile Präsenzunterricht machen muss und die sind weiter weg, eine Stunde Fahrzeit. Aber dann nutze ich halt auch die Zeit halt auch für mich, mache dann halt mein Workout drin zu Hause im Wohnzimmer, esse dann gemütlich, setze mich dann ins Auto und fahre dahin und während ich dann im Fahren bin, höre ich entweder Musik oder einen Podcast oder ein Hörbuch. Ja. Meistens ist es mittlerweile nur Musik, weil ich da kann ich besser mich entspannen, ne, beim Fahren, weil dann bin ich nicht mehr so gestresst, weil ich hasse momentan auch das Fahren mittlerweile wieder. Aber das ist tagesbedingt. Ne? Ja, ja. Das ist spannend. Also ich mache das sehr ähnlich, nur dass ich mich nicht ins Auto setze. Also so die Zeit bis 10 gehört wirklich nur mir. Ne? Also dann ist auch eine Meditation mit dabei oder also so Sachen, wo ich sage so, das ist einfach für mich, um ideal in den Tag zu starten. So, weil danach kommt immer irgendwas. Irgendwas ist immer am Tag. Und die Zeit, die gehört mir. Ja. Gut, wenn ich jetzt mal heute oder gestern anvisiere, gestern war ich nur einmal unterwegs, weil ich habe hier meinen neuen Personalausweis holen müssen. Dann habe ich halt, war ich halt zu Hause, habe mehrere Meetings gehabt oder mich vorbereitet auf unser Gespräch oder habe halt auch noch Content vorgeschrieben für heute, was ich noch so machen will. Ne? Und ja,
da stehe ich halt schon früh auf, aber diese Zeit, dieses Genau. früh Aufstehen gehört mal mir. Ich fange aber auch erst Genau. um 10 Uhr an, die Akquise zu machen. Da mache ich die Akquise für meine Bildungsanbieter, ne, wo ich akquirieren möchte, wo ich hingehen kann, wo ich an Ausschreibungen mich beteilige, ne, und so weiter, ne, und so. Oder guck, wo da ich ja, Kunden B2B anrufen kann, ne, rufe ich die und die Kunden an. Ne. No. Ja, Ja. cool. Achte Frage, welche Tipps würdest du Anfänger, Anfängerinnen, respektive Unternehmer, Unternehmerinnen mitgeben? Also gerade wenn man am Anfang der Selbstständigkeit ist und vielleicht noch nebenberuflich selbstständig ist, dann ist man oft überfordert mit den ganzen Sachen, die man vermeintlich tun muss. Und mein Tipp ist es wirklich, eine Sache, sich auf die eine Sache konzentrieren und in der einen Sache gut werden. Ja, also ein Social Media Kanal, eine Sache finden, die einem Spaß macht, oder und Netzwerken, Menschen zum Austausch finden, sich das geeignete Umfeld suchen. Das sind die Fokusthemen. Also wirklich erstmal, ne, wie sagt man immer so schön, zum Handwerk gehört Klappern. Also erstmal auch, ne, so die Menschen kennenlernen, mit denen man arbeiten möchte. Und das A und Richtig. O für mich, was total unterschätzt ist, wie ich finde, und spannend, was du dann gleich dazu sagst, den meisten fehlt es sowohl am Anfang als auch vielen Unternehmern tatsächlich noch eine ganz, ganz klare Positionierung. Deswegen verkaufen viele einfach nicht. Sag ich mal, dein Problem ist nicht die Sichtbarkeit, du hast keine Positionierung. Wie sollen die Menschen dich denn finden? Also erstmal beschäftigt euch damit, das Fundament zu gießen. Ja, und wenn ihr ein Fundament aus Stahlbeton habt, dann könnt ihr da fröhliche Häuser bauen und anpinseln und Sofas reinstellen, wie ich immer so schön sage, ne? Könnt ihr alles machen, alle Spielereien. Aber erstmal muss das Fundament stehen und dann kannst du weiterlaufen. Und das ist das, was ich jedem mitgebe. Fang bitte mit dem Fundament an und nicht mit dem Dachgiebel. Spannend, spannend. Gerade heute Morgen mit dem Helmut Moos die Podcast-Folge aufgenommen, ne, hat er das auch gesagt, nur halt, er sagt jetzt halt das Fundament, ne? Er sagt es halt, weil er halt Landwirt ist, ne? Mit der Pflanze, ne? Mit dem Baum, ne? Die hat mehrere Wurzeln, die geht halt auch richtig tief rein, ne? Das Fundament ist halt wirklich flatt, ne? Das geht einmal gegossen und fertig, ne? Ich nehme beide Varianten mega nice, weil wenn du ein Haus baust, dann ist es fest und standhaft, ne? So wie Ja. der Burj Khalifa, ne? Aber der wächst Genau. nicht weiter. Ein Ja. Baum, und da muss ich sagen, Auch eine schöne Metapher. hat der Helmut recht, er wächst ja weiter, ne? Wenn ich jetzt mal überlege, wie alt sind die Mammutbäume denn, ne? Und die wachsen immer noch. Weil da hat er auch in mir wieder diese Sichtweise umgedreht und gesagt, seht es doch mal anders da, mach doch mal, weil das Haus kannst du nicht mehr erhöhen. Wenn das zu hoch ist, geht es ja nicht mehr weiter. Ne? Den Burj Khalifa kannst du ja nicht mehr aufstocken. Das ist fertig. Also muss irgendwie was anderes bei, ne? Wo die noch größer bauen, ne? Oder breiter bauen. Ne? Entweder höher oder breiter. Mehr kannst du halt nicht. Ne? Aber ein Baum wächst immer wieder weiter, wird breiter und höher. Das fand ich gerade so spannend, wie du das gesagt hast. Ich bin ja auch der festen Behauptung, dass Gründung mit einer klaren Vision, Mission beginnt. Nicht Ja. mit deinem Warum. Ja. Bullshit, Bullshit Ja, mit dem genau. Warum. Bullshit mit dem Warum. Die Warum-Frage, manche stellen, ja, warum will ich das? Oder was ist jetzt die Dings? Der Sinn des Lebens ist alles schön und gut. Ne? Ich Ja. mag John Strzelecki seine Bücher. Ne? Ich habe alle Bücher gelesen. Ne? Aber die Warum-Frage ist irrelevant, wenn du nicht weißt, was
die Mission und die Vision ist. Und die Mission und Vision, und by the way, die muss kurz und prägnant sein, sodass der Zuhörer in 30 Sekunden im Aufzug weiß, um was es geht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter zurück. Ich sage immer, wenn du deine Werte nicht klar hast, für die du im Business stehst, auch so mit allem anderen gar nicht anfangen. Spannender Punkt. Wollte ich gerade noch ergänzen. Hast du es auch nochmal ergänzt. Na, die Werte. Welche Werte hast du in der Kindheit mitbekommen von deinen Eltern, Großeltern? Ne? Und welche Werte willst du weitertragen? Welche Werte sind dir wichtig? Wo gehst du hin? Willst du selbstständig sein oder als Angestellte? Dann guckst du halt auf die Werte des Unternehmens und vergleichst die Werte mit dir, ne? Ob das Unternehmen da passt, ne? Die Philosophie. Ja. Ne? Die meisten wollen sich halt nicht selbstständig machen, wollen halt angestellt sein. Ne? Es muss die Menschen geben. Auf jeden Fall, ist doch auch völlig fein. Es ist ja auch völlig okay. Richtig. Ohne die Handwerke jetzt heute Mittag wäre jetzt mein Garagenturm repariert. Ja. Ne? Weil die geguckt haben, zu Hause in ihrem Betrieb, ob sie noch Material haben zur Reparatur. Und die hatten noch was da gehabt. Mhm. Fand ich nice. Auf jeden Fall. Die haben mein Problem erkannt, die haben das sofort gelöst. Wie geil ist der Kundenservice bitte denn? Richtig klasse, ja, die haben es verstanden. Ich zahle dann gerne diese 400, 500 Euro, weißt du, was es kostet, mir ist egal, ich zahle das, ich kann das ja von der Steuer absetzen, ne, Finanzamt, ja. Ich kann dann sagen, hey, du, Unternehmer, ich will mit dir jetzt ein Gespräch machen, weil du hast so geil gemacht. Komm zu mir, ne? Dann reden wir mal drüber. Ne? Weil ich fand den Kundenservice mega akkurat, mega schnell gelöst. Ne? Ja. Die haben gesagt, okay, das und das müssen wir bestellen. Aber dann haben sie nochmal geschaut in ihrem Lager und haben noch eine Garagenschiene fürs elektrische Tor gefunden, was zu dem Tor passt. Ja, klasse. Und haben das sofort ohne Komplimente eingebaut. Das ist geil. Das ist Kundenservice. Ja, hervorragend. Wenn alle so wären, ja. dieser Ding wäre Hammer. Ne? Aber da reden wir ja von beiden dasselbe. Ne? Also ich sehe es ja bei bei Telekom oder bei Dings. Also ich habe jetzt gerade vor unserem Gespräch auch mit der Telekom-Business gesprochen, weil ich einen Switch mache von Privat auf Business, weil ich im Verband bin. Ne? Da gibt es da Dings und da gucke ich jetzt danach, da suche ich jetzt nach einer Lösung, wie man das machen können. Ne? Und da kriege ich auch noch einen Anruf. Auch da, Telekom. Geilster Kundenservice momentan. Ich war bei Vodafone. Ich wurde über den Tisch gezogen und mir wurde ein Vertrag aufgeschwatzt, wo ich gar nicht gebraucht habe. Ich habe einen Vertrag gekündigt und wurde gleich wieder einen Vertrag geschoben. Na, das ist kein Kundenservice. Nee, genau. Das stimmt. Ja. Mega, mega spannend. Mega spannend, was du jetzt da auch mitgegeben hast. Ne? Die 9. Mann, ich muss gerade überlegen, ob ich die 10. Frage vor der 9. Frage die stelle. Da bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Dann machen wir das so. Dann mache ich die 10. Frage zur 9. Frage und die 9. Frage zur 10. Frage. Und zwar, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten oder respektive mit welcher Person hättest du mal gerne zusammengearbeitet? Das ist eine schöne Frage. Tja, das Spannende ist, ich arbeite mit den meisten Menschen immer in Kooperation zusammen, wenn ich sie irgendwie toll finde. Deswegen überlege ich gerade, ob es da jetzt noch jemanden gibt, wo ich denke, so, das würde ich gerne, aber habe ich noch gar nicht. Und ich muss gestehen, momentan habe ich irgendwie mit allen Menschen sowieso Berührungspunkte in irgendeiner Art und Weise, mit denen ich gerne zusammenarbeite.
Ich bin da ja auch immer sehr frech, ne? Also ich denke dann immer so, ach, das passt, finde ich irgendwie nett, lass uns mal was zusammen machen. Mehr als Nein kannst du ja nicht kassieren. Ja, tatsächlich gibt es da momentan niemanden, wo ich sage, so, das wäre ja der Oberhammer. Habe ich mir schon Okay, immer mal gewünscht. dann zoome ich noch mal in die Frage rein. Mit welchem Idol würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Hast du ein Idol? Nee, ich habe tatsächlich, also ich finde viele Menschen toll, auf der Bühne zum Beispiel. Finde ich, da gibt es unglaublich tolle Vortragsredner, denen ich gerne zuhöre, wo ich wirklich sage, die finde ich wirklich toll. Ein René Bourbonus zum Beispiel finde ich total fantastisch. Also den kann ich auch stundenlang zuhören. Ja, Das René. wäre natürlich ein Knaller. Also, ne, es gibt schon Menschen, wo ich sage, also Idol, nein, aber es gibt Menschen, die mir gute Impulse geben, wo ich wirklich auch anerkenne, was für ein tolles Handwerk die auch können, dass die wirklich das können und verkörpern, was die machen. Da gibt es sicherlich einige, die ich wirklich gut finde. Aber es gibt für mich keine Idole oder Vorbilder. Sondern Spannend. eher, wo ich sage, da finde ich Dinge gut, passt das auch zu mir, ja? Und wenn nicht, kann ich sie auch da lassen, wo sie sind und sagen, finde ich total klasse, wäre jetzt nicht meins, aber ich finde es wunderbar, wie du das machst. Also das gibt es schon. Ich gehe auch regelmäßig zu Vorträgen oder zu anderen Seminaren und gucke mir die Menschen an oder gucke mir Vorträge. Ich finde es wichtig. Auf jeden Fall, ja. Aber ich bin tatsächlich momentan sogar noch so ein bisschen auf der Suche, wo ich denke, so, an Spannend. wen, wo könnte ich mich jetzt noch als nächstes orientieren halt, ne? Spannend. So, das finde ich super spannend und ich muss sagen, ich bin noch nicht angedockt jetzt. Also ich habe ein paar Mentoren, mit denen ich zusammenarbeite. Spannend. Das definitiv. Ich arbeite super gerne mit Alexander Hartmann zusammen, mit Frederik Hümmicke. Also wirklich, das ist Wahnsinn, was ich da lerne. Ja, da nehme ich mir auch ganz viel mit. Ja, also, aber den einen. Oder die eine gibt es nicht tatsächlich. Es gibt viele, die ich toll finde. Spannend, spannend, was ich jetzt alles schon. Also diese Frage, das ist so meine Baby-Frage, ne? Das ist so meine Tipping-Point-Frage, weil dann lerne ich noch mal eine ganz andere Sicht kennen, weil ich habe jetzt mittlerweile schon einige interviewt, ne? Die einen sagen hier Mutter Teresa oder Barack Obama, ne, und so weiter und so fort. Spannend, dass du jetzt da so kein Hollywood-Schauspieler Stegreif sagen kannst oder irgendwie Prominenten hast oder irgendwie ein Zitat da bringst. Spannend, dass du da noch irgendwie da auf der Suche bist, auf dieser Position. Ne? Das ist Also, das habe ich tatsächlich aber schon immer gehabt, dass ich fand immer mal jemanden gut, aber für mich gibt es keine Idole. Die gibt es nicht. Es gibt Menschen, die bewundernswert sind für etwas, was sie tun. Aber ich schaue immer, okay, also, und das finde ich auch ganz, ganz toll, aber es gibt jetzt niemanden, wo ich sage so, oh, weil keiner von uns ist irgendwie unfehlbar und perfekt und deckt die ganze Bandbreite ab. Ich habe eine komplett andere Sichtweise. Für mich sind wir auch alle gleich auf der Welt. Alle gleich. Mega, das ist spannend, dass du das auch nochmal sagst. Das ist krass, das gefällt mir gerade, dass du da anders denkst wie jetzt die anderen, wo ich jetzt auch schon interviewt habe, ne? Oder halt auch ganz anders tickst, ne? Das ist extrem. Extrem nochmal mega dankbar, ne, für diese Erfahrung, ne, dass du da auch nochmal mitteilst. Ne? Hammer. Crazy. Freut mich. Mir fehlen gerade die Worte. Ne? Mir fehlen gerade die Worte. Ja, ach, das freut mich, aber das habe ich tatsächlich schon immer so gesehen, ja. Mir fehlen gerade die Worte, wie ich jetzt anschließen soll, weißt du? Ich habe nämlich so ein oder andere Idole, die ich nicht nacheifere oder die ich nicht dings. Ne? Ich will halt den oder den halt auch schon gern mal persönlich treffen bei einem Kaffee oder bei einem Gin, ne? Oder bei einem Wein. Ne? Weißt du, Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. das ist eher so, weißt du, ich will halt mit ihm halt dann effektiver ein Glas Wein trinken beim Essen und mit dem halt sehr viel bereden, ne, austauschen, ne?
Gut, mein Englisch ist jetzt nicht so gut, ne, das verbessere ich momentan, aber ich will, das habe ich mir irgendwie mal zum Ziel gesetzt, dass ich wirklich irgendwann nach Amerika fliege und dort dieses Feeling, Seminar-Feeling reingehe, ne, weil das ganz anderes ist, wie das deutschsprachige Feeling in Seminaren, ne? Ja, das stimmt. Ja. Spannend. Ja. Spannend. Wie kann ich jetzt die Überleitung machen zur 10. Frage? Ich überlege gerade, was das ist. Du hast mich gerade so emotional auch nochmal so richtig, auch nochmal anders da abgeholt. Weißt du, wo du sagen kannst, ey, ich habe jetzt so keine Idol oder sowas, wo du sagen kannst, hey, ich würde mit ihr Kaffee trinken, mit Mutter Teresa Kaffee trinken oder mit Michelle Obama, weißt du? Die meisten haben da irgendwie Sympathien für die und die entdeckt, ne? Aber dass du sagst, du bist da offen, ne? Das finde ich gerade krass. Bin ich total. Also wahrscheinlich liegt es an meiner Sichtweise, dass ich Ja. sage, wir sind einfach alle gleich. Jeder hat Ja. unterschiedliche Talente. Der ein oder andere konnte sie mehr zeigen. Aber am Ende des Tages steht niemand irgendwo auf einem Podest für mich. Sondern mit der einen, also Cool. ich finde viele Menschen bewundernswert mit das, was sie tun. Aber ja, trotzdem sind wir eins. Das ist für mich eins. Ja. Dann lass uns doch die 10. Frage machen. Welche Projekte hast du in der Gegenwart respektive in der Zukunft noch geplant? Die bitte kurz und knapp, ne, weil ich will jetzt nicht zu weit Geht ausholen. auch ganz schnell. Du willst ja nicht alles preisgeben, ne, was du in der Nein, Zukunft geplant hast, ne, weil dann habe ich dann die 11. und die 12. Frage noch. ja, nein. Also ich habe ja meine Success in Sales Academy, die jetzt im nächsten Monat gelauncht wird. Da geht gerade meine ganze Energie seit Monaten schon rein. Schon ganz viele Pilotprojekte immer ausprobiert. Und da freue ich mich total drauf. Auch auf die Eröffnungsfeier habe ich Piano Alani wahrscheinlich dann vor Ort. Das heißt, wir werden auch live Klaviermusik hören und so. Also es Cool. wird, ja, freue ich mich Cool. richtig, richtig drauf. Und es ist mein Baby. Wäre die so eine Akademie oder University, ja, ich habe da jetzt momentan auch keinen Fokus. Ehrlich gesagt, Für mich ist es deswegen so wichtig, weil das passt nämlich zu meiner Vision und zu meiner Mission. Da greife ich einfach mal der Frage schon vorab, mir ist es so wichtig, weil die sehr, sehr, also ich möchte den Menschen die Überforderung und die Überwältigung nehmen in der Selbstständigkeit und denen wieder den Spaß zurückbringen und ihre, ja, dass sie Die ihre Persönlichkeit Leichtigkeit, in Leichtigkeit, ja, genau. das. Und das ist meine Mission mit der Academy. Wirklich simple Tools wie ein Buffet. Du darfst individuell wählen und du darfst ins Umsetzen kommen und nicht in der Emotion hängen bleiben. Das ist mir super wichtig. Und wirklich auch so ein Spannend. bisschen das Thema Überforderung rausnehmen. Du musst schon mal gar nichts, du darfst aber ganz viel. Und das ist meine Mission, zu zeigen, das Business ist eigentlich einfach. Und es macht echt Spaß. Ja, wenn Oh du ja, Business ist eigentlich einfach, wenn du das mal verstehst. Weil ich sage ja auch dazu, und das sage ich ja nicht als Einzigster, dass Vertrieb Mathematik ist. Mathematik ist, Vertrieb ist reich werden. Ne? Du musst das halt einfach für dich gestalten. Ne? Das Marketing zu verstehen, ne? Diesen Vertrieb zu leben, dieses Gucken, wie du dein Marketing für dich machst, ne? Derjenige, der dir sagt, du musst das und das nach meinen Richtlinien machen, das sind seine Richtlinien, ne? Das funktioniert bei ihm ganz gut, ne? Weil er halt auch schon ein Vertriebsteam aufgebaut hat. Aber du bist vielleicht jetzt noch alleine, aber willst auch Umsätze fahren von fünfstellig, sechsstellig. Aber dann musst du gucken, wie du dein Marketing und Vertrieb für dich generieren kannst. Und da suchst du halt dir deine Tipping Points raus oder nimmst halt das Buffet dann mit. Es ist mega auch spannend, ne, was du jetzt gerade gesagt hast mit
Das sage ich jetzt auch nochmal wieder, reframe ich wieder. Was ist denn deine Vision, deine Mission? Weil man braucht eigentlich erstmal eine Vision, wo man groß hat, ne? Wo man ein großes Ziel vor Augen hat. Und die Mission ist der Weg dahin, ne? Zum Beispiel ist es so bei mir, ich sage das zu meinen Teilnehmer, Teilnehmerinnen im Präsenzunterricht, die bei mir Bewerbungen schreiben oder Vorstellungsgespräche halt haben, sage ich, ihr braucht eine klare Mission, wo ihr hin wollt, in welchem Unternehmen ihr angestellt werden wollt, ne? Und ihr braucht dann auch was Größeres, ne? Ihr müsst größer denken und wenn das nicht klar ist, ne, müssen wir dran arbeiten, ne? Dann nehme ich halt mir auch die Zeit, ne, für den oder den, ne? Genau. Richtig. Und das ist halt bei dir halt so, hast du jetzt gesagt, habe ich jetzt verstanden, dass es deine Online-Academy ist, ne? Oder Genau. University, ne? Nenn es mal so, dass du da dir einen exklusiven Club aufbaust, ne? Ja, aber also was mir wichtig ist, ist wirklich für viele, also für alle, die eigentlich haupt- oder nebenberuflich selbstständig sind. Und das ist auch keine High-Ticket-Geschichte, sondern ich möchte, dass das so viele wie möglich machen können. Mit einer hohen Expertise und einem hohen Wissensschatz, wie Cool. eine Bibliothek, die da drin auch zu finden ist. Und Sehr das ist mir cool. so wichtig, dass das für viele ist. Und dass die Menschen, und das ist eine meiner, dafür gehe ich, in die Selbstverantwortung kommen. Dass sie auch lernen, ne, das muss dich keiner an die Hand nehmen, du bist für dich selber verantwortlich. Und nur du kannst dein Leben bestimmen. Und nur du kannst deine Umsätze machen. Und nur du kannst dafür sorgen, dass der Verkauf wieder Spaß macht. Und das ist für mich eine meiner Hauptmessages. Ja? Also komm mal raus aus dem Drama. Ja? Lenk dich nicht immer ab mit irgendeinem Scheiß, der da um dich drumherum ist. Und rein in die Umsetzung, krieg deine Emotionen klar, komm in die Klarheit und hab Spaß. Ja, das ist der Punkt. Focus first. Ja, genau Ich so, bin ne? der klaren Focus first Linie, also nicht Eat the Frog. Gut, Eat the Frog ist auch mittlerweile ausgelutscht, dieses Thema, obwohl es noch aktuell ist, aber ist momentan auch nicht mehr so aktuell bei mir. Also wirklich, ich gucke halt, was ich abarbeiten kann, arbeite ich ab. Ne? Und das, was ich nicht arbeiten kann, das arbeite ich am nächsten Tag dann ab. Ja. Dann mag die To-Do-Liste noch länger werden oder schwindet es auf der Not-To-Do-Liste. Ne? Hauptsache, ich mache jetzt erstmal das, was mir Spaß macht, wo Ja. ich auch Umsatz generieren kann. Ne? Genau. Dann akquiriere ich halt an dem Tag 2, 5, 10 Kunden, Neukunden über die Ausschreibungen, über die Telefonakquise, respektive über Social Selling. Ne? Ja. Das ist so ein Ding, weil ich brauche keine Akademie, habe ich klar festgestellt. Weil für mich ist es mehr auf Bühnen zu stehen. Ne? Ich will mehr auf Bühnen zu stehen. Das ist so mein Grundgedanke. Ne? Ich will mehr auf Bühnen stehen. Das ist die Akademie. Ich will einzelne Kurse haben. Ne? Ich will einzelne Workshops haben, ne? Wo ich sagen kann, das und das kann ich irgendwann auch digitalisieren, kann ich auch irgendwann mal so einen Kurs machen. Aber ich habe noch keinen Spaß an der Sache, mich hinzuhocken, den ganzen Tag irgendwie runterzurattern und einen Online-Kurs aufzunehmen und dann verkauft er sich nicht, weil Aber das mache ich auch nicht. Also, habe ich keinen das Spaß habe ich noch davor. nie gemacht und das mache ich auch nicht. Habe ich Bei mir keinen. wird alles live. Bei mir findet alles live statt. Hab ich keinen Spaß. Die meisten setzen sich dann hier in ihrem Zimmer oder setzen sich im Keller tagelang, wochenlang, nehmen einen Kurs auf Ja. und der verkauft sich nicht. Na, die gehen nicht Ja. raus. Ja. Na? Ja. Nein, bei mir sind alle Kurse finden immer live statt.
Und dann werden sie aufgenommen und dann kann man die sich gerne do-it-yourself nochmal angucken. Ja, cool. Aber ich mache das immer mit meinem Publikum zusammen. Das ist eine viel bessere Energie und macht auch viel mehr Spaß. Also ich Ja, hätte gar das keine Lust daran, alleine irgendwas aufzunehmen. Ich weiß ja gar nicht, ob das das Richtige ist. Also vielleicht gehe ich auch voll an der Zielgruppe vorbei. Deswegen mache ich das gerne mit meiner Zielgruppe zusammen. Ich mache es ja auch gerne mit meiner und für meine Zielgruppe. Na, ich entwickle für meine Zielgruppe respektive für andere Zielgruppen auch schon Content, ne? Weil ich gucke, wo sind Fragen? Und wenn der Creator, ne, also der Content Creator auf Social Media auf die Fragen keine Antwort weiß, ich weiß es sicherlich, weil ich dann recherchiere. Oder aus eigener Erfahrung dann diese Frage stelle. Ne? Aber jetzt kommen wir zum Schluss, by the way. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwo im Süden bestimmt mal lebe, an einem warmen Meer. Momentan wohne ich ja an einem etwas kühleren Meer. Aber mich zieht es mal auf eine schöne Insel oder so. Also das auf jeden Fall. Ich reise ja auch unglaublich gerne. Und ansonsten bin ich mit meinem Leben sehr, sehr glücklich, so wie es ist, mit dem, was ich mit meiner Firma auch aufbauen möchte. Es werden definitiv 2 bis 3 Firmen werden. Und auch auf jeden Fall, ja, vielleicht eine Stiftung oder Ähnliches kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe schon große Pläne. Und aber ich bin immer so, dass ich sage, so, das ist das Ziel, aber der Weg ist wichtig. Ja? Ja. Und es kann auch sein, dass der mich ganz woanders hinführt. Ich bin da völlig entspannt mittlerweile und denke, das wird sich zeigen. Ja. Du, das habe ich mir auch fest vorgenommen. Also das, was du sagst, das mache ich auch so, wie du es gesagt hast. Ne? Ich sehe mich auch vielleicht in 10 Jahren auf Malle, ne? auf meiner eigenen Finca zu sein. Ne? Genau, und dort, und dort Kurse zu geben. Ne? Und fliege dann von Mallorca rüber nach Deutschland schnell, weißt du? Mallorca ist erreichbar. Na, bist du eine gute Stunde runtergeflogen. Genau. Von Frankfurt aus brauchst du eine gut 2 Stunden oder respektive eine Stunde Flugzeit. Ja, das ist ja gar nichts. Das ist gar nichts. Ne? Ich bin klein geworden, ja. Ja, das ist halt auch so Dings, ne, wo ich sagen kann, ne? 2, 3 Firmen, vielleicht noch auch wie du eine Stiftung. Ne? Also das Stiftung ist sowieso alles implementiert im Businessplan. Die Firmen sind schon implementiert. Ich habe da schon eine Marke schon angemeldet. Aus der Marke wird irgendwann wirklich eine Firma werden, ne? Wo ich sagen kann, hier, das sind Angestellten, die betreuen nur die eine Marke, ne? Die eine Firma, zwecks Business Events, ihr macht nur den ganzen Tag Business-Events, ne? Und wenn was ist, komme ich dazu, ne? Und der Rest ist dann meine andere Marke, die entsteht gerade noch. Mhm. Weil ich mache sehr viel mit Marken, Patent und so weiter, weil ich lasse es wirklich schützen. Ich auch. Das sollte man auch tun. Das ist ich liebe es gerade momentan. Dieses Gefühl, wenn du wirklich was eine Marke hast, zack, dann ist auch dein Unternehmen ein bisschen mehr wert, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das ist extrem mega spannend. Diese 12 Fragen, was du jetzt beantwortet hast, war extrem wieder so ein Feuerwerk, was ich von anderen schon mitbekommen habe, aber einige Sachen, was du anders machst, ne? Oder wo wir uns in einer Linie sehen, ne? Was wir zusammen machen, was wir zusammen groß machen können, ne? Was wir gemeinsam haben. Ne? Wir haben richtig geile Gemeinsamkeiten, ne? Was ich extrem auch spannend finde, ne? Zu deinen Sachen, ne? Zu deinen Werten, zu deinen Missionen und so weiter. Ne? Ja, mein lieber YouTube,
Zuschauer, Zuschauerin, respektive Podcast-Hörer, Hörerin. Am Ende jedes Podcast-Interviews gibt es ja ab und zu mal, wie du ja schon mitkriegst, eine kleine Aufgabe. Und zwar diese Aufgabe besteht darin, in die Umsetzung zu gehen, was ihr wollt, wo ihr hin wollt, wo ihr euch hinbegeben wollt. Schreibt es gerne mal auf einem Blatt Papier auf und denkt mal da ein bisschen Think Big und Design Thinking und malt euch eure Geschichte auf, wo ihr sein möchtet. Mag es Dubai sein, mag es Mallorca sein, mag es Amerika sein, whatever. Ihr könnt euch euer Ziel groß denken und euren Weg dahin euch hinmalen. Wenn ihr da Unterstützung haben wollt, könnt ihr alle Informationen von uns bekommen. Die Links zu mir und zu Sandra findet ihr in den Shownotes. Und ja, viel Spaß beim Umsetzen. Und ja, Sandra, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Für deine Zeit, für deinen geilen Input. Schön, dass du da warst. Und ja, einfach 47 Stunden Bagel, meine Community. Ne? Danke. Bye. Tschüss.